Bei vielen sorgt die Zeitumstellung für ein Durcheinander. Jetzt haben einige EU-Länder beschlossen, diese abzuschaffen. Zu diesem Thema haben wir uns in Münster umgehört. Was halten Sie von der Zeitumstellung? Gar nicht. Also ich muss das nicht haben und ich bin die gewohnte alte Zeit, ist und war okay. Also ich finde es eigentlich ein bisschen unnötig, muss ich sagen. Ja, gute Frage. Ich meine, es ist eigentlich ja so ein Gewohnheitsding. Also ich habe es nie anders erlebt. Nicht viel. Also eigentlich ist es mir ganz egal, ob wir Sommer- oder Winterzeit tauschen, aber dieses ständige Hin und Her finde ich blöd. Gar nichts. Überhaupt nichts. Das macht in der heutigen Zeit überhaupt gar keinen Sinn mehr. Mich stört es nicht, wenn sie da ist. Mich würde es auch nicht stören, wenn sie weg ist. Hatten Sie schon mal Probleme aufgrund der Zeitumstellung? Ja, sowohl mit dem Einschlafen als auch morgens mit dem Aufstehen. Also der Körper braucht unheimlich lange, sich darauf einzustellen. Und ich bin auch der Meinung, dass das der Psyche überhaupt nicht gut tut. Ja, eigentlich weniger, höchstens mal den ersten oder zweiten Tag. Ansonsten Schlafprobleme habe ich sowieso noch nie gehabt, von daher kein Problem. Ich selber nicht. Eigentlich freut man sich ja, wenn man eine Stunde mehr hat, aber ich denke, ich habe auch Kinder, die sich schwer umstellen können. Ja, höchstens der Schlafrhythmus. Also ich finde, der kommt halt immer schon raus, dass man halt immer müde ist erstmal am Morgen die ersten paar Wochen, aber sonst auch nicht. Ja, nicht wegen der Zeitumstellung direkt, vielleicht wegen dem, was ich mit der zusätzlichen Stunde gemacht habe, ja, aber ansonsten so nicht, nee. Wenn die Zeit nicht mehr umgestellt wird, wären Sie dann für die Sommer- oder die Winterzeit? Ich mag es lieber hell. Also die Sommerzeit, schätze ich. Ja. Irgendwann ist ja eh egal, dann gewöhnt man sich ja eh dran. Also würde ich sagen, Sommerzeit. Keine Ahnung. Spontan. Total egal. Ist mir eigentlich auch egal. Im Grunde ist das ja nachher egal, ne? Es geht um eine Stunde, die dann halt nicht verschoben wird, ne? Wenn ich jetzt vom Gefühl her gehe, ist die Winterzeit ein bisschen angenehmer, weil einem ja quasi mehr Zeit bleibt und der Körper da besser mit zurechtkommt. Nach der Umfrage war es uns deutlich, dass die Zeitumstellung in Münster nicht groß auf Zustimmung trifft. Bei einigen ist der Grund dafür die Folgen von gesundheitlichen Problemen. Andere wiederum finden es einfach unnötig.